Hast es gut gemacht, einen Schlüssel in ein Schlüsselloch zu stecken. Ich bin ja schon fast beeindruckt. Aber nur fast. Wollen wir nicht übertreiben. Na, sieh mal einer an. Eine Festung? Hier draußen? Anscheinend. Ich meine, warum nicht? Aus welchem Grund sollte es hier keine Festung geben? Ich hätte ja keine Ahnung. Jetzt. Jemand hat uns hier eine Überraschung hinterlassen. Meinst du? Kinderspiel. Zum Glück haben wir Varric mit dabei. Oh. Oh, zwei Brontos. Ja. Aua. 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 Machen wir einen Heiltrank. So. Vielen Dank. Natürlich. Die Schläger der Kater. Die nie warten können, ne? So. Meine, jeder Schlag trifft sowieso. Kann ja nicht ausweichen. Komm, da sind eh gerade sehr viele. Das endet nicht gut für die. Machen wir mal kurz den hier. So, sehr schön. Den kriegen wir nicht. Oh, da kommen noch mehr. Okay, wir müssen mal kurz hier weghauen. Ja, mir tut's nicht leid. Kann ja noch hier genug Schaden anrichten. Na? Danke. So, war's das? Ich hoffe doch. Ja, aber wir bekommen hier wieder keine Heiltränke. Ja, doch einen. Okay. Muss dich erst ein bisschen beschweren und dann bekommst du schon das, was du die ganze Zeit möchtest. Einfach nur ein bisschen meckern. Mhm. Es tut mir so leid wegen des Schranks. Ist er schwer beschädigt? Ich musste ihn von seinem Leid erlösen. Was ist passiert? Ich hätte nicht erwartet, dass er einfach so über das Geländer stürzen würde. Ich dachte, er wäre stabiler. Er ist über das Geländer gestürzt? Wie das denn? Nun ja, bei mir allein hat er wunderbar gehalten. Aber der arme Sandal.
Wodan hat Stunden gebraucht, um ihn zu überreden, vom Kronleuchter runterzukommen. Wenn ich es mir recht überlege, will ich es gar nicht wissen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Bericht eines Speers. Mein Trupp wurde entsandt, um eine Einschätzung über die befestigten Bauwerke abzugeben, die über den nördlichen Karawanenrouten in den Wimmark-Bergen aufragen. Die Bibliothek des liegt nahe, dass die Gebäude Teil einer alten Festung der Grauen Wächter waren, die erbaut wurde, um den Pass zu überwachen, bis sie schließlich aufgegeben wurde, als die Freien Marschen die Unabhängigkeit von Ferelden erlangten. Unsere Untersuchungen haben ein Bauwerk zutage gefördert, das angesichts seines Alters noch bemerkenswert stabil ist. Die Fundamente der Befestigung reicher tiefer in Fels hinein, als wir erwartet hatten. Zwei Ebenen unter der Oberfläche sind wir dann auf eine Reihe gewundener unterirdischer Wege gestoßen, die aus dem Berg selbst gestemmt wurden. Ich habe den Männern befohlen, dort ein Lager aufzuschlagen. Nicht einmal eine Stunde später berichtete einer der neueren Männer von Stimmen aus der Tiefe. Er geriet in einen richtigen Wahn und verlangte, dass wir sollten die Gegend unverzüglich verlassen. Es kommt häufig vor, dass jene, die beengte Orte nicht gewohnt sind, in eine derartige Hysterie verfallen. Doch glücklicherweise war ich in der Lage, ihn zu beruhigen, bevor sein Toben auch den Rest des Trupps beeinträchtigen konnte. Heute Morgen war er allerdings verschwunden. Seine Spuren führten tiefer in die Höhlen hinein. Wir werden ihm folgen müssen. Eieiei. Das ist ja nicht so toll. Ob es wirklich was damit auf sich hat? Ach ja. Komm, Speerscharfschütze. Das war's. Hat der vielleicht... Nein, natürlich hat er keinen Heiltrank. Wäre auch zu schön gewesen. Erledigt. So, was haben wir hier? Noch eine Falle. Nett. Okay. So groß, irgendwelche Dinge, die wir wirklich wollen, finden wir hier nicht. Außer hier. Ein trockener Keks. Auch die Dinge sind nett, aber... Ja. Natürlich. Wir wollen uns eine Möglichkeit geben, die Falle zu aktivieren. Also die Falle ist nett. Oh, Varric ist tot. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie es Varric geht. Mal kurz das machen und Feuer bändigen.
So, er sollte eigentlich nicht so viel aushalten. Danke. So. Eric lebt wieder. Und ich wusste, dass es nicht vonnöten sein wird, einen Heiltrank zu nehmen. Wir müssen zurück nach Kirkwall, Hawk. Ohne mich wird die Stadtwache nicht in der Lage sein. Mhm. Nett. Meister Scharfschütze der Karte. Die bekommen wir nicht, oder? Doch. Varric. Mach mal. Sehr gut. Dann können wir weiterziehen. Jedes Mal. Okay, eventuell sollte ich bei der Karte aufpassen, wo ich hintrete. Weil die netten Herren, die mögen es uns ein bisschen reinzulegen. Ups, zwar ist er. Das sollte er wissen. Oh, sorry. Ich wusste jetzt nicht, was für eine Falle ich da aktivieren würde. Ich dachte mir, wird bestimmt toll sein. Ich bin überrascht, dass ihr mitgekommen seid, Varric. Ihr hasst es, unter der Erde zu sein. Und ihr geht der Charta ebenso aus dem Weg wie der Händlergilde. Ich möchte auf keinen Fall verpassen, wie ihr diese nackküssenden Bastarde zum Weinen bringt. Ja, das ist sehr nett. Ich werde mein Bestes geben. Das hier ist eine nette Abwechslung davon, ständig von den Templern beäugt zu werden. Bekommt ihr eigentlich jemals einen neuen Vicomte? Oder hat von jetzt an einfach die Kommandantin das Sagen? Gefangennahme von Hawk. Ihr findet Malcolm Hawks Erben in der Oberstadt bei den großen Treppen zur Feste. Das Haus wird gut geschützt sein, aber ihr dürft Hawks Blut nicht vergießen. Setzt das Gift ein, falls die Gefangennahme sich als schwierig erweist. Solltet ihr jemand anderen töten müssen, so tut es in aller Stille. Und haltet euch von dem jungen Zwerg fern. Er sieht gewisse Dinge. Wer mag dieser Corypheus wohl sein? Und warum sollte er euer Blut wollen? Ich schätze, diese Antwort kann uns wohl nur Corypheus geben. Ja, müssen wir Corypheus suchen. Hi! Hört ihr auch meine Stimme? Okay, Varric rennt da hoch mit Meryl. Gut, dass die zwei Fernkämpfer den Kampf nicht in der Ferne absolvieren. Das ist großartig. Könnte gerade noch sein, dass es ziemlich dämlich ist, was wir hier gemacht haben.
Dann nehmen wir den Heiltrank hier. Den Fehler wenigstens ein bisschen gut zu machen. Wieder auf der Rubin. Derek ist wieder tot. Jetzt müssen die anderen hier ein bisschen draufhauen. Du darfst ruhig einen Trank nehmen. Ich hab nichts dagegen. Hätte es mir ein bisschen zu viel Damage war drüber schlucken. Von daher nimm ruhig einen Trank. So. Meinst du? Das zweite Mal, dass du down bist? Zweite, dritte? Ich weiß nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Könnte definitiv besser laufen. Hier haben wir sowieso nichts. Auf einmal ist das Ding zu groß.